Und damit begrüße ich euch wieder hier ganz herzlich zurück zu Harvest Moon, The Winds of Anthos. So, ich wollte gerade sagen, kommt wieder eine Zwischensequenz? Nein, kommt nicht. Okay, wunderbar. So, also. Ihr habt mir fleißig geschrieben. Das muss ich jetzt natürlich gleich erstmal austesten, ne? Ich muss Y gedrückt halten. Fläche gießen. Oh, wer lesen kann, ne? Wer lesen kann? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Oh, ich bin doch so doof, oder? Ah. Ich kann das Gras noch gar nicht ernten. Wir sagen einfach mal nichts dazu, dass da Y steht und dass man mit Y mehr machen kann als nur eins. Das habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe einfach drauf losgegossen und da war es das. Also. Naja, gut. Okay. Habe ich kein Wasser mehr? Doch, aber ich kann da nicht gießen. Warum kann ich da nicht gießen? Achso, weil ich den Spinat ernten kann. Okay. Ja gut, dann kann ich den halt ernten. So, jetzt gießen wir erstmal das Gras. Das ist das Wichtigste erstmal. Ich brauche das Gras nämlich für die Tiere. So. Aber gefühlt finde ich das ein bisschen langsamer als das andere. Könnt mir da ja mal eure Meinung dazu schreiben, wie ihr das empfindet. Krass finde ich, dass man hier nicht die Pflanzen gießen kann, wenn sie entsprechend, ja. Also wenn nichts gepflanzt ist. So, jetzt möchte ich aber wissen. Fläche pflügen. Okay. Ist auch möglich in einer großen Menge. Find ich, nice, ja. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nicht schneller ist, wirklich dann einfach so mit der Hand das selber schnell zu gießen. Wahrscheinlich verbraucht es aber weniger Ausdauer. Wobei ich halt jetzt schon echt einiges an Ausdauer verbraucht habe. Oh. Küchenkiek. Minarella. Das müsste dann... Ah, Dreambird, okay. Husten hier... Da. Zimina. Ich wollte schon sagen. Ulf muss natürlich auch gestreichelt werden, ne? So, dann holen wir uns noch die Eier. So. Wunderbar. Ja, und dann... Repariere die die Bühne. Kirschen. Nee, ich will jetzt erstmal wissen... Na, falsch. Viel zu viele Spiele. 7457. Okay, dann gehen wir jetzt als allererstes erstmal... Oh, da sind einige... Da könnte ich sogar gleich mit dem Pferd lang reiten. Sofern das Wetter mitspielt. Nein, das Wetter spielt nicht mit. Das heißt, also ich muss so oder so hier zu Fuß gehen. Ärgerlich. Aber ich muss halt zum Händler. Und muss gucken beim Händler. Was es hier bitteschön für Nachlasse gibt. Erstmal, hier ist eine Aufgabe, die kann ich mir erstmal nehmen. Das ist ja ein Restaurant, also insofern eine Gaststätte. Hilf mir! Ah, das Angelfest hat so viel Spaß gemacht, ich kann gar nicht auf das nächste Mal warten. Oh, Truppley, hast du mich gerade gehört? Ja. Truppley, willst du auch am Angelfest teilnehmen? Es ist so schade, dass das Festival nur einmal im Jahr stattfindet. Glaubst du auch, oder? Okay, zu wissen, dass es andere gibt, die zustimmen, reicht aus, um mich am Laufen zu halten. Jetzt habe ich die Kraft zu versuchen, das Festival wiederzubeleben.
Tuppe, wirst du mich dabei unterstützen, das zu ermöglichen? Dann kannst du vielleicht helfen, indem du mir die Materialien bringst, die ich brauche. Danke, ich werde noch mehr über das Angelfest lernen. Okay. So, hier gibt's Rabatt. Ah, guck mal. Ananassaft, Kokosmilchrezept. Fischrezept, Jumbo-Fischrezept. Ja, die sind aber schon saugünstig, ne? Also das sollte man echt zuschlagen. Na, da kann ich leider nicht anders als zuschlagen, weil wenn die wirklich so saugünstig sind... Ja, das ging jetzt nicht anders. Das ging jetzt einfach nicht anders. Da musste ich zuschlagen. Da musste ich halt mal ein paar mehr Fische angeln oder so. Bei so einem Rabatt, no chance. Das war halt Sale, ne? Hibiskussamen, Sonnenblumen. Okay. Hibiskus und Sonnenblumen. Halt, da unten ist ein Händler oder ein Schmied. Falscher Weg, dann ist es der. Genau, hier. Ein Schmied. Handwerk. Also eigentlich das gleiche, was ich beim... Wow. Hier kann ich jeweils Köder eintauschen, ne? Ah ja, Muscheln. Ich glaube, davon habe ich einige auf Lager. Aber leider auch jetzt nicht so das, was ich mir vielleicht erhofft hätte. So, dann gucken wir jetzt hier mal weiter. Also es ist echt laut draus, muss ich sagen. Oh, eine Katze. Gras. Oh, hier kann ich Grashalm kaufen, okay. Ein Kalb, ein Dromedar. Oh, die sieht auch schön aus. Aber die kann ich mir nicht leisten. Und selbst dann brauche ich auch noch einen Napf, ne? Das darf man auch nicht vergessen. So, also schlussendlich war jetzt erstmal hier nichts von Bedeutung. Da oben haben wir noch einen Gemischtwarenladen. Den können wir uns nochmal angucken. Das müsste der sein, aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt hier was Interessantes finden. Ach, boah, was für ein Wetter. Grassamen, Maissamen, Auberginensamen, Wassermelone, Tomate. Ah, ich brauche aber Futtermais. Mann. Gras ist natürlich nicht schlecht. Gras kann ich immer gebrauchen. Dann nehme ich auch mal 30 mit, das ist ja nicht das Ding. Ich habe natürlich gerne geholfen, Lili Kala wieder aufzubauen. So. Ja, hier ist es jetzt so, dass es hier extrem windig ist. Deswegen werde ich da jetzt erstmal nicht das Ganze weiterverfolgen, sondern erstmal wieder... mal, was wir beim Dock noch so machen können. Wir haben doch jetzt eine Mine freigespielt, beziehungsweise wir haben sogar zwei Minen freigespielt. Und da kann man doch mal beim Dock gucken, ob beim Dock nicht irgendwas Besonderes jetzt wieder passiert.
Nö. Ein Kristall. Ich habe gar nicht alles da. Okay, dann machen wir das jetzt ganz anders. Ich habe alles gegossen und so weiter. Ich habe ein bisschen Restzeit für den Tag. Dann würde ich sagen, nutzen wir doch die Chance. Verwenden keinen Köder, sondern angeln einfach mal pur drauf los. In der Hoffnung, dass da ein Fisch anbeißt. So. Es war klar, dass du wegziehst. Eine Karosche? Nein, ein schwarzer Karpfen. So. Jetzt beißt mal einer von euch an. Wir alle, achso, ich wollte gerade sagen, wir alle schön drumherum schwimmen. Na, wer beißt zuerst dann von euch beiden? Ach, gut. Oh, der ist hartnäckig, der ist hartnäckig, der will's wissen. Boah, das gibt's doch nicht. Kurz vom Ziel? Ernsthaft? Kalifornischer Goldfisch. Na komm. Wer beißt zuerst an? Dick oder doof? Doof, okay. Hallo? Komm. Ein Goldfisch. Ach, genau vor die Schnudde. Und ziehen, 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 ziehen. Und es war so klar, dass er wieder... Der sieht schon größer aus. 57. Das ist schon mal gut. Das ist eine solide Grundbasis, würde ich sagen. Meine Tasche ist voll. Ja. Ich habe eine volle Tasche. Kommt in den besten Beziehungen vor, also eine volle Tasche zu haben. So, was haben wir hier noch? Das brauche ich alles noch. Zwei, okay. Ich war gerade am Überlegen. Wie machst du das am besten? Gießt du doch deine Tasche erweitern? Gerade wenn man angeln geht, könnte das vielleicht mal Sinn machen. Aber mein Gedanke wurde schnell wieder zerschlagen. Vorne kann ich angeln. Kann ich hier noch irgendwo angeln? Da sind Fische. Ist der Weg nicht ganz so weit. Na komm. Nein. Du kommst schön zu mir zurück. Komm schön zu mir. Jetzt ernsthaft. So total unerwartet, so kurz vom Ziel, so zack, ah, ich gehe nochmal raus.
Einer hat's gesehen. Ja. Ich hätte jetzt noch gedacht, ein anderer beißt auch noch an, aber nein. Nur einer hat den Köder geschluckt. So. Das ist jetzt die Karausche, genau. Oh, habe ich beide erwischt? Beide? Das wäre ja cool, wenn so beide anbeißen würden gleichzeitig, ne? Oh, es wird schon wieder spät. Noch ein Goldfisch. So, und dann hatten wir hier noch, ne? Na komm, das hat doch jetzt hier einer mindestens gesehen, oder? Dann sag ich doch, einer hat's. Schön ranziehen. Na. Ja, ist aber ganz schön wilder hier, ne? Komm. Eine Karausche wieder. Na komm, das ist doch direkt vor deiner Nase gelandet. Wisst ihr, ich fände es mal cool, ein Farming-Game, wo man wirklich sehen kann, was da für Fische sind. Ich glaube, es wäre zu viel Aufwand, zu viel zu modellieren. Gut, in Wirklichkeit sieht man die ja auch nicht, ist ja richtig. Bam, mitten vor den... Ich habe dir das genau vor die Nase geworfen. Ich wollte gerade sagen, wie blind seid ihr denn? Danke. Komm. Komm. Das ist ja fast perfekt geworden. Okay. Rudin, wie kannst du auch... Nein. Ich nutze den Teleporter. Ich weiß warum. Weil ich es kann. So. So. 3050 kommt. Also bitte, ne? Jetzt können wir mal gucken, was wir jetzt so kochen können, weil wir haben ja jetzt so ein paar Sachen eingekauft an Rezepten, weil da ja Sale war. Pilzeintopf, Kokosmilch, Kokosnüsse. Ich hätte 6 Kokosnüsse und könnte damit einkaufen. Okay. Pfirsichmarmelade könnte ich machen. Hier kann ich noch nichts machen, weil ich noch keinen Thunfisch habe. Okay. Aber die Poke Bowl, die brauche ich definitiv. Also muss ich gucken, wo ich Thunfisch herbekomme. Und was war das andere für ein Fisch? Dorade? Was war das jetzt für die Quest? Gegrillter Jumbo-Fisch. Also brauche ich... Sekunde. Dorade. Und wie viele Doraden sind das? 5 Doraden. Und als einziges, was ich dafür bekomme, ist ein Gelbflossen-Thunfisch. Ja. Spinat habe ich nur 3 von 5. Dünger kann ich wegbringen, dann bekomme ich ein bisschen Milch. Kirschen, ich weiß nicht, ob ich noch Kirschen habe. Muss ich gleich mal gucken. Gebogene Bambussprosse, Sardelle. Ein
Köder könnte ich loswerden. Den weißen Pilz, dafür bekomme ich Bananen. Gerste habe ich auch noch nicht. Okay. Habe ich denn noch Kirschen? Ja, ich habe noch Kirschen. Das finde ich halt so verwirrend, dass die Sachen, die im Inventar sind oder in der, auf Lager sind, halt nicht mitgezählt werden. Ja, also man muss sie wirklich in der Tasche haben, damit sie zählen und dann erst funktioniert das. Ausnehmen. So, und wenn ich jetzt gucke... Ja, war doch richtig. Wenn ich jetzt gucke, wo war das mit den Kirschen? Da. Schon ist es verfügbar. Und das ist das, was ich so ganz kleines bisschen schade finde. Ja, man kann sagen, okay, gut, du hast sie fertig, aber du hast es halt auf Lager und du musst sie in der Tasche haben. Das wäre halt so ein kleiner Hinweis. Aber ihr könnt mir dazu gerne mal auch eure Meinung in die Kommentare schreiben. Ich bedanke mich jedenfalls ganz herzlich wieder fürs Einschalten, sage danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschö, tschö.